So, liebe Leute, nächster Spieltag steht an. Spieltag Nummer 6 heute. Nach diesem Kartenkampfsieg gegen Halle geht's heute mit dem Topspiel in Magdeburg weiter gegen den Tabellenfünften. Wir müssen gewinnen, damit wir wieder ein bisschen oben mit dabei sind. Also mein Ziel ist es natürlich gerade so aufzusteigen. Wir sind momentan hinter den Erwartungen. Sprich, wir sind momentan nur 4. Ein Punkt hinter St. Pauli, dann 3 Punkte hinter Sandhausen und Haching. Aber mal gucken. Wir haben ja die Top-Duelle noch. Gut, okay. Dann gehen wir mal rein ins in die Pressekonferenz und dann gehen wir sofort zum Spiel. Und dann geht's in die Deadline. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Na, hoffentlich wir. So, alle natürlich, wenn ich 100% geben. Ja, 13,90. Klar, wir haben schon das eine oder andere Talent, den einen oder anderen Spieler gut. Danke für Ihre Fragen und bis zum nächsten Mal. Jo, und dann geht's weiter heute mit dem nächsten Spiel. Ich denke, ich baue mal um gerade hin. Mir gefällt die Innenverteidigung. Tja, der macht mir echt zu viele Fehler momentan. Und deswegen denke ich mal, dass ich sogar versuche, nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, mir nochmal einen neuen Innenverteidiger versuche zu kaufen. Obwohl, ich brauche ja keinen Innenverteidiger kaufen. Ich werde was anderes probieren. Mal einfach mal was Neues probieren. Mal Neuzugang reinsetzen. Ich habe ja einen. Einfach mal was ganz Neues probieren. Dachte ich jetzt gerade nicht drauf. So, Felix Platte neu. Wird im Fokus, klar. Der soll hoffentlich heute so gut treffen. So, hier sind die Mannschaften. Dann hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Ergebnis reinfahren. Oder einfahren, so rum ist es richtig. Ja, schauen wir mal. Nächste Topspiel, wie gesagt, gehen wir jetzt am 5. Das wird wieder ein ordentliches Stück Arbeit. Definitiv wird das nochmal ein hartes Stück Arbeit werden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es heute hinkriegen. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. So, auf geht's.
will, wie gesagt, das Ding gewinnen, um alleine oben dran zu kommen. Wenn man nämlich heute verliert, der hat ein bisschen so den Anschluss verloren. Nach oben, das ist klar. Ja, der war alles gut. Kobylanski, der im letzten Spiel schon 2 Tore gemacht hat. Und diesmal verhindert er. Keeper das. Abseits, oder? Nee, er gibt gelb für den... Gibt er 11 Meter? Sehe ich das gerade richtig? Nee, er gibt... Gibt keine Fehler. Nee, er gibt Abstoß, aber die gelbe Karte wegen dem VfL im Mittelfeld. Okay, dann haben wir schon mal eine Möglichkeit. Vorteil, dass einer der Magdeburger schon mal gelb vorbelastet ist, der sich da nicht viel erlauben kann. Darf. Ha, Ballverlust! Oder beziehungsweise Fehlpass, Mamba. Das... Schöner Ballgewinn. Ach Mann! Ich dachte, du gehst damit durch, dann kann ich spielen. Aber ist okay. Ich hab schon wieder den Ball. Ich hab schon wieder den Ball. Wichtige Durchsage für die Fans in Block A3. Der Imbissstand hat jetzt wieder geöffnet. Ich wiederhole. Der Imbissstand in Block A3 hat nun wieder geöffnet. So, jetzt geht der Spieler da durch. Aber gut abgelaufen da. Ha. Ja, es sind dann Möglichkeiten, versuchte Möglichkeiten. Oder beziehungsweise ein bisschen aufzubauen. Abseits. Merjan. Buge ab. Ja, der Ball platte 1-0. 9. Tor. Zwanzigste. Man kann sich zumindest auf seinen Tor, auf seinen Torjäger ein bisschen verlassen. Hier der Ball, schöner Ball von Merjan, glaube ich die 13, wenn ich es richtig gesehen habe. Der versenkt den Ball da hinten im Netz. Naja, gut. Passt. Tor für Schalke 04. Die Nummer 9. Felix Platte. Wäre auch so ein bisschen sonst. Klar, mit 9 Saisontoren, ne? Ah, der Ball kommt nicht durch. Schade. Gut weggekocht vom Verteidiger. Gut gemacht. Na, Kolasinac. War wieder ein bisschen zu sehr rausgezogen. Jetzt haben wir. So, Krüger. Der ein bisschen Tempo-Krieg aufbauen kann. Ah, schade. Ich dachte... Bisschen genau, da wäre viel mehr drin gewesen. Pieper. Schön, Kolasinac. Mamba. Und Kobylanski! 2-0! Dreiunddreißigste Minute. 2-0. Ja, 4. Sieg in Folge? Fragezeichen. Momentan sieht es doch relativ gut aus. Ja, wie gesagt, Magdeburg ist gut, wenn wir das Ding gewinnen würden. Ah, ein bisschen dran zu bleiben, um B wieder ein bisschen Luft zu lassen. Dann könnte man so einen 5-4er-Block da oben ein bisschen absetzen. Aber jetzt erstmal das 2-0 erzielt. Das ist
gut und wichtig. Um ein bisschen, auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ah, Mamba, das gefällt mir nicht so. Guter Ball. Der wird kein Haus. Schade. Wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen in dem Ball. Und jetzt geht der Ball drüber, Kolasinac. Knapp. Übers Tor. Das heißt knapp übers Tor. Der ging eigentlich relativ weit drüber. 41. Minute. Vielleicht die Chance auf das 3-0. Oh, Pieper lässt sich da ein bisschen ausspielen und auf einmal steht es nicht 1-2. Das wäre es tatsächlich sogar schon noch gewesen, nochmal so ein Tor. Für Magdeburg, da steht es nur noch 1-2 auf einmal. Aber mit ein bisschen Glück kann man da drumherum kommen. Und damit bleibt es bei 0-2 zur Pause, also 2-0. Und Gott sei Dank, es ist nicht ganz einfach gerade momentan. Drei Schüsse hat er schon aufs Tor gemacht. Kulanski ist momentan echt der Zehner, den ich unbedingt haben wollte. Saarbrücken-Meppen nur 0-0. Viktoria W 1-1. Das sind die Zwischenstände, die gerade so eingeblendet wurden, aber ja. Aber jetzt gerade nicht unser Thema. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere zweite Halbzeit ein bisschen sicherer gestaltet bekommen. Aber nicht so, weiser. Ja, der kam keiner mit, den ich anspielen konnte. Ah, Gott, Walter kommt ein bisschen. Genau, Renault, der uns tatsächlich das ein bisschen verhindert hat, das war das letzte Spiel. Gewonnen haben. Oder beziehungsweise dass wir da noch ein Gegentor kassiert haben. Ich glaube, bei dem könnte ich tatsächlich sogar die Option ziehen, weil irgendwie gefällt mir das auf jeden Fall sehr, was er da spielt. Aber jetzt erstmal konzentrieren auf das Spiel. Cut. Ehemaliger Freiburger und wieder Renault. Irgendwie betteln wir gerade zu sehr um das Gegentor. Harvey. Ja, keiner mit. Da läuft keiner mit. Komm, geht da mal einer mit in diese Lücke rein. Genau. Weiß er jetzt mal. Jetzt vielleicht will ich ein bisschen besser machen, als was er eben geliefert hat. Die Flanke kommt besser und nicht das 3-1 Platte. Ja, 3-0. Entschuldigung. Ja, da ist er nochmal momentan gestört worden und knapp vorbei geht dieser Ball und das wäre vielleicht sogar noch eine große Chance gewesen, hier auf 0-3 zu stellen. Ah, schade, ich dachte, er kommt vorbei. Weil da wäre die Lücke schon da gewesen ein bisschen. Aber gut. Ja, Steininger, der kommt jetzt außen vorbei. Hab dich. Und dann geht der durch. Und es gibt ja Filter. Voll weiser. Ja, du hast die Riesenchance auf das 3-0 zu stellen, kriegst es aber nicht hin. So, gelb für Weiser, das ist doch die richtige Entscheidung. Einfach einen Fehler drin eingebaut. Und dann war's das. So, kann Renault den Elfer halten? Braucht er gar nicht. Wird verschossen. Das wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Und der jagt den richtig da oben weg. Glück gehabt. Richtig viel Glück gehabt. Das wäre jetzt 1-2 doch gewesen. So, jetzt geht der Ball auf Felix Platte, der jetzt mal durchlaufen kann. Platte, der kriegt keinen Schuss dahinter. Kein Schwung dahinter. Ja, ich denke, der ist auch platt einfach. Der ist durch. Das heißt, jetzt gibt es hier einen Wechsel.
So, jetzt bringe ich die beiden noch drei Wechsel eben schnell. Nach rund 70 Minuten darf man das ja auch mal machen. Ah, da wäre es doch fast gewesen. Ich verpasse es momentan, das 0-3 zu machen. Wenn mir einer da hinten durchrutscht am Ende, dann doch noch irgendwie. Es ist das nur, ist Magdeburg wieder dabei. Kobylanski. Und der Feiner verpasst es auch. Also es ist momentan echt viel. Passen momentan echt das 0-3. Das muss jetzt irgendwann passieren. So, jetzt gehen mal drei neue. Kommen drei neue. Vielleicht schaffen es die neuen jetzt auch mal ein bisschen Schwung zum reinzubringen. Bisschen Glück dabei, dass der durchkommt. Krüger. Ah, der Stürmer geht da oben rein. 0-3, jawohl. Und damit ist es jetzt unter Dach und Fach. So, endlich. Ah, der Keeper denkt sich bestimmt, ah, den habe ich locker, diese Flanke, aber den Stürmer hat er nicht gesehen. Und jetzt ist hier hoffentlich Feierabend. Erstes Saisontor von Silvia Gambula. Neuer Zugang von VfL Bochum. Die Nummer 19, Silvia Gambula. Also, ah, ne, der Schiedsrichter sagt gar nichts, okay. Ich war jetzt eigentlich darauf hinaus, dass er sagt, okay, das war doch ein Foul, weil dann wär's, weil eigentlich war es durch, aber wenn er Ball gespielt hat, wäre es auch okay. Ich habe die Szene nämlich. Oh ja. Ah. So, Krüger, 4-0, Feierabend. Und am Ende wird es dann sehr, sehr deutlich hier. Aber wichtig ist, das Topspiel zu gewinnen. Um wieder komplett da oben dran zu bleiben. An der Spitze. Kann sich hier mit Körpereinsatz durchsetzen und zieht dann ab und dann haut er das Ding oben rein. Ja, 90. Feierabend für heute. 3 Punkte sind sicher unter Dach und Fach. Auswärtssieg in Magdeburg. Die nächste Aufgabe sehr sicher gelöst. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Die Aufgabe, Hausaufgabe ist gemacht. Am Ende ist es das 4-0. Platte, Kobylanski. Am Ende Krüger. Ich weiß nicht, wer das ist. Das dritte Tor habe ich jetzt gerade zu spät gesehen. Ah, Gambula, ja, genau. Der sein Tor nach seiner Direktanwechslung gemacht hat. So. Hauptsache die Hausaufgaben sind gemacht. Das ist erstmal das Wichtigste. Das war gar nicht so unwichtig. Ja, und Magdeburg hatte auch nur einen Schuss aufs Tor. Das war der Elfmeter. Damit geht der Sieg auch sowas von in Ordnung.
Ja, da ist man auf einmal wieder so ein bisschen drin in der Saison. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Natürlich nicht nachlassen. Ja, Sieg unserer Einstellung, klar. Definitiv. Also nein, definitiv nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wer der nächste Danke, Gegner ist. Aber wichtig ist, dass wir es gewonnen haben. Die Aufgabe jetzt hier gelöst haben. Vierter Sieg in Folge. Nach der Niederlage gegen Köln. Auf einmal sind wir virtuell Tabellenführer. So, und ich gehe jetzt mal tatsächlich so ein bisschen, wenn wir dran bei Transfers sind, dass ich das Ding mit dem Renault zumachen kann. Weil der hat mir echt momentan den Arsch gerettet und bevor der jetzt irgendwie so extrem teuer wird, hole ich mir den kurz. Weil das Ding möchte ich gerne noch zumachen. Heute gehen wir nämlich noch ein bisschen in die Transfers. Also sprich, wir haben ja noch die Deadline vor uns. Und jetzt klären wir aber erstmal mit Frankfurt, ob wir den behalten können. Ob die sagen, wir behalten den, wir geben euch Renault ab. Weil der soll bei mir die neue Nummer 1 werden, definitiv. Und da sage ich mal 10 Millionen, weil der ist 6,5 wert. Den will ich unbedingt verpflichten. Ein bisschen Kohle haben wir ja auf dem Konto, wie ihr oben seht. Weil da auch viele Transfers, viele abgegangen sind. Anfangen können wir dann erstmal wirklich in der Bundesliga dann mit dem neuen Kampf, wenn wir dann durch sind. Erst in der Bundesliga dann fangen wir an, wirklich an Stars zu kommen. Wir sammeln wir erstmal ein bisschen Kohle. So. Gut, okay. Die sagen jetzt erstmal, wir möchten noch einen Moment verhandeln. Ja, 14. sind wir momentan. Genau. Wollte gerade sagen, weil jetzt die Tabelle nämlich aktualisiert ist und damit haben sie alle oben da gewonnen. Rostock ist da noch mit dran und dann haben wir schon eine kleine Lücke. Also fünf Teams sind oben weg. So, Magdeburg hat noch keine neuen Spieler gekauft. Da sind jetzt irgendwelche Abgänge noch durch. So. Oh, ich habe das ein bisschen verpennt gerade, so ein bisschen. Scheiße. Ja, muss ich da nochmal eine Woche ran. Scheiße, da habe ich echt nicht mehr dran gedacht in dem Moment. Ah, ärgere mich gerade so ein bisschen. Muss ich das dann später nochmal machen. Jetzt haben wir noch einige Spieler, die noch nicht auf der Liste sitzen. Die noch auf der Transferliste sitzen. Heute bleibt dauerhaft, okay, das Thema ist jetzt. Ja, die Frage ist, wen kann man noch so verpflichten, ne? Aber eigentlich bin ich halt so nicht zufrieden mit dem Kader, das ist es halt. Langer Fährmann. Haben sie gut gemacht bisher. Es fehlen eigentlich nur noch Langer und Fährmann, das sind die einzigen, die jetzt noch den Club verlassen dürften. Dann haben wir, glaube ich, den Kader soweit erstmal wieder stehen. Ich würde mir gerne noch einen guten Innenverteidiger verpflichten, aber das ist halt die Problem, wie kriegst du da noch jetzt, ne? Ja, ich bin mir nämlich mit den beiden Innenverteidigern momentan ein bisschen unzufrieden. Die machen mir momentan zu viele Fehler da hinten drin.
Brasilien vielleicht mal reinschauen. Ach ja, ehemaliger Basel-Verteidiger, Omar Gaba. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass sie den sich holen. So, gucken wir mal rein. Mal bei Luzern, die zwei sind... Ich verfolge die Schweizer Liga ja so ein bisschen nebenbei. So, verpflichten wir, versuchen wir mal zu verpflichten, ob ich doch noch einen Innenverteidiger gekauft bekomme. Ja, beide sogar, vielleicht sogar geholt kriege. So. 5 Millionen biete ich für euch, biete ich für den. Die Frage ist, ob sie kommen oder aber kommt. Ja, sagt okay. So, auch da möchte ich gerne noch ran, dass ich zumindest noch zwei vernünftige Verteidiger habe. Dann steht der Kader soweit erstmal. Für die neue Saison. Zumindest jetzt für die. So wie es aktuell aussieht. So, auch da werde ich mal fragen: 5 Millionen für den Kapitän vom FC Luzern. Ist soweit okay für beide. Also 10 Millionen nochmal dazu. Und Rönne, den werde ich mir definitiv noch in der Farbe verpflichten. Da muss ich nochmal ein bisschen dran gehen. So, das möchte ich gerne verhandeln, dass der noch, dass die beiden Transfers unter Dach und Fach sind. So, okay, dann hüpfen wir mal darüber. Rotation, klar. Ah, komm, aber so. Gehen wir 5 Jahre. Er möchte nur ein Jahr. Ja, komm. Aber dann, aber zumindest ein zweites Jahr. Okay, 2 Jahre ist viel, okay. Die Freigabe sind wir übergehe ich. So, mal gucken, was passt. Ja, und damit ist das Thema schon mal Verpflichtungen durch. Lukas Alves wechselt zu uns in Liga 3. Ich hoffe, dass ich den auch noch kriege, den anderen beiden. Rotation. Warte nicht, dass du von Anfang an spielst. Ah, natürlich. Sie wollten natürlich von Anfang an. Keine Sorge, ich skippe das eben nur kurz, dass ich dann. Gut, Freigabe möchte ich dann nicht haben. Passt für mich. Ach, du kriegst nur 10.000 und die 50.000. Ich muss dir keine Millionen geben. Und damit haben wir mal kurz den Luzern an die beiden Verteidiger weggeholt.
So, die anderen, die auf der Liste stehen, kann man immer noch holen. Damit wir einen gut ausgebauten Kader. Und ciao, der ist, gefällt mir überhaupt nicht da hinten drin. Tut mir leid, also das weiß ich nicht. Ich probiere es mal, ob ich es so aufbauen kann. Ja, damit die beiden einfach mal ihre Spiel. Vielleicht mal ein bisschen solide Innenverteidiger, zwei solide Innenverteidiger habe. Sind mir zu viele Fehler noch irgendwie drin. Da ist noch ein Transfer, einen Links. Leihangebot für Beuchtwan. Nein. Ich brauche ihn noch. Ich möchte ihn gerne behalten. Da sind wieder zwei Nachrichten reingegangen. Die Frage ist, wer... Immer noch Leihangebote. Oh, Transferangebot für Fährmann. Das ist so gut. RB Salzburg. Warte mal, Tausch. Was wollen die mir denn dafür geben? Halb bis vor ich jetzt was vergesse. Chimero. Ich gucke mal den Tauschspieler an von denen. Was sie da? 22-Jähriger. 71. Oh, okay. Kann man mal überlegen. Definitiv. Dann... Leihangebot für Borstorn, Sivaspor. Nein, auch wenn die sagen, die möchten gerne. So, die Frage ist, ob der Transfer mit Fährmann durchgeht, noch schnell. Das ist wieder eine Nachricht rein. Das ist normal halt, ne? Früher hat er. So. Gut, dann gehen wir ins Verhandeln. Weil meinetwegen könnte den Fährmann so haben für den Transfer. Dann würde ich aber sagen, 2 bis 3 Millionen. Und dann haben wir mal, dass wir das Ding durch haben. So, jetzt kommt er nämlich zu uns. Ah, das ist der neue. Rotation. Na ja, komm. Ja, passt so. Keine Freigabesumme. Zwanzig und 50. Und damit sollte das Ding durch sein, ne? Jetzt hoffe ich, dass ich die Transfers dann durch habe. Dann habe ich fast alle Spieler, die ich verkaufen wollte, weg. Und habe eine neue, gute Mannschaft mir aufgebaut. So, letzte Stunde live. Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Fährmann ist verkauft. Okay. Gut. 1,2 Millionen geht aus Salzburg. Nein, nein. Und wir haben unseren Kader stehen. Also kein weiterer Neuzugang dazukommen. Zumindest nicht für die Hinrunde. So. Gut. Trikot nochmal ändern. Dann kriegst du jetzt natürlich die 1 direkt mit. So. Und du kriegst dann die 23. Die du schon in Luzern hattest. Ich glaube, die hatte er da. Lukas kriegt die 4. Ehemaliger von Kabak. Chimero kriegt die Nummer 22. Ja, ich bin momentan mit meinen Schweizern dabei, mit den anderen beiden Schweizern nicht zufrieden. Spielmann und Gaudino gefällt mir momentan nicht, was sie spielen. So, ich setze mal auch die anderen beiden auf die Transferliste.
So, ein paar Leute gebe ich ja wahrscheinlich sogar noch ab. Ja gut, dann behalte ich lange als dritten Torhüter, das ist klar. So, also Rönne, wie gesagt, die neue Nummer 1, klar. Und ich hoffe, dass ich den Transfer vielleicht sogar noch zukriegen kann. Okay. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht tragisch. Das kann man noch versuchen. Ich krieg den noch zu, den Transfer. So, gut. Ich denke, das wird schon noch irgendwie werden mit Renault. Ja, angeblich, okay, wir sind irgendwie schon gefragt, aber ja, ich bin momentan noch ein bisschen hinter meiner eigenen Erwartung. Klar, dass wir vorne mit dabei stehen, ist okay, aber nur Platz 4 hat momentan. So, dann machen wir das so. Ja, Gaudino momentan ist eher so ein bisschen. Ist leider momentan eher so ein bisschen. Hinter seiner Erwartung zurück. So, und jetzt versuche ich mal, ob ich die Möglichkeit habe. Es ist die Woche jetzt rum. Jetzt versuche ich nochmal bei Rondo anzufragen, der sich den Transfer vielleicht zumachen kann. Okay, der möchte noch nicht. Ja, möchte noch nicht, möchte den aber zumindest mal zuhaben. Nächstes Spiel ist gegen Uerdingen. Okay. So, gut, dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es mit dem Auswärtsspiel oder mit dem Spiel gegen Uerdingen weiter. Ich glaube, das dürfte dann wieder ein Heimspiel sein. Naja, bis dahin. Tschüss.